Das Sky-Virus sucht die Erde heim und löst damit die wohl schlimmste Pandemie aller Zeiten aus. Die Vereinigten Staaten von Amerika hatten 30 Jahre zuvor entschieden, einen riesigen Wall zu errichten und sich komplett abzuschotten. Seit diesem Zeitpunkt findet keine Kommunikation mehr mit anderen Ländern statt und der Rest der Welt musste neue Bündnispartner finden. So haben sich die Euroafrikanische Allianz und die Panasiatische Prosperitätszone gebildet, die jeweils alleine gegen das Virus kämpfen. Eines Tages ereilt beide Imperien die Nachricht aus den USA, es sei ein Heilmittel gegen das Sky-Virus gefunden worden. Man sei bereit, in Verhandlungen zu gehen, allerdings nur auf amerikanischem Boden. Für den Fall einer Einigung wird in Aussicht gestellt, die Grenzen eventuell wieder zu öffnen. Und damit beginnt die wohl verrückteste Reise durch die Staaten seit Manifest Destiny. Fliegende Haie, Schlangen, die Cadillacs ziehen, Augäpfel, die Beton fressen, Seesterne, die Menschen an Mauern ausbluten lassen und Onkel Sam, der eine Rebellion anführt, sind da nur die Spitze des Eisbergs. Darüber hinaus gibt es mehr als eine Wendung und Charaktere, mit denen man mitfühlt. Und das Ganze ist unterhaltsam bis zur letzten Seite. Die Autoren Scott Snyder und Charles Soule sind durch Titel wie Swamp Thing, Batman, X-Men und die Justice League bei Marvel und DC den meisten bekannt. Allerdings erlebt man jetzt beide als Duo und losgelöst von den Fesseln der großen Verlage. Das merkt man in der Geschichte spätestens nach dem ersten US-Heft an. Dazu kommen noch die Zeichnungen von Giuseppe Camaccioli, die sehr dynamisch und detailreich sind und durch die Kolorierung von Matt Wilson perfekt zur Geltung gebracht werden. Crosskite bringt mit Undiscovered Country die bis jetzt abgedrehteste Serie 2021 und beweist damit mal wieder gutes Gespür, die richtigen Serien zu picken. Wer Bock auf einen Roadtrip der etwas anderen Art hat, darf an diesem Comic nicht vorbeigehen.